Hi, ich bin Max. Ich bin auch Max. Gemeinsam nehmen wir euch mit auf SEO-Tour. Wir fahren quer durch Deutschland und nehmen euch mit, unsere Bauherren zu besuchen, die sich mit unserem System das Haus selber gebaut haben. Auf geht's! Ja, hi, wir sind heute bei Klaus in Ibbenbüren. Klaus hat einen B2.10 gebaut und einen C1.8 hinten dran. Wir schauen uns das Ganze im Detail an. Klaus wird uns durch die Wohnung führen. Klaus wird uns auch einmal durchs Haus führen. Seid gespannt, ich bin's auch. Los geht's. Ja, hallo Klaus. Max, grüß dich, hi. Vielen Dank, dass du uns heute hier empfängst. Ja. Hast du Lust, uns dein Haus zu zeigen? Gerne. Also es ist ein Typ B2 und ein Typ C1. Richtig. Im Hintergrund, ne? Genau, wir haben uns für die Kombination entschieden. Hier den hohen Teil als eine 10er Länge, 5er Breite. Heute gibt es ja, habe ich gehört, mittlerweile eine 6er Breite. Genau. Ist eine schöne Länge geworden, sodass wir hinten gleich auch noch einen schönen Garten für die Mieter im Untergeschoss haben. Ja. Da können wir auch zu der Besonderheit kommen. Du wohnst nicht selber im Haus, sondern das Haus ist vermietet. Genau, wir haben hier ein Mietobjekt gemacht. Ist im Garten meiner Eltern gebaut worden. Wir selber wohnen nicht hier. Unten wohnt ein älteres Ehepaar, oben wohnt ein junges Pärchen. Ist jetzt die erste gemeinsame Wohnung. Bei unserem Besuch konnten wir nur einen Blick in die obere Wohnung werfen. Diese hat ca. 50 Quadratmeter. Die Wohnung im Erdgeschoss ist mit fast 100 Quadratmetern deutlich geräumiger. Erstbezug ist jetzt gewesen unten im April 22. Beschissene Zeit erwischt, muss man sagen. Es war zwar alles noch günstig von den Zinsen her, aber es kam halt die Krise dazwischen. Die Baumaterialien, Verfügbarkeit wurde immer schlechter, die Preise stiegen. Aber wir haben es fertig gekriegt. Toi, toi, toi. Ja, und es ist sehr schön geworden. Ja. Das Gebäude wird wie beheizt? Wir haben eine Luftwärmepumpe. Wärmepumpe. Ja. Haben zusätzlich noch eine PV auf dem Dach mit einem Speicher, sodass wir auch darüber die Luftwärmepumpe noch unterstützen. Ja. Ja. Dann haben wir das große Türelement gewählt, dass wir halt zwei Felder mit einem Sturz überbrücken, sodass wir auch eine vernünftige Haustür hinkriegen, zumindest im Erdgeschoss. Ja. Was natürlich schade ist, muss man sagen, man sieht nichts mehr von dem Ständerwerk. Nee, klar. Es sieht jetzt aus wie ein normaler Putzbau, der überall stehen könnte. Das könnte auch ein Stein hinter sein. Das ist irgendwo schade. Die Arbeit, die man reingesteckt hat und auch dieses Know-how von eurer Seite, verschwindet dann irgendwie. Ja, gut. Aber es soll ja auch im Endeffekt so sein. Ne? Also es ist ja ein hochwertiges, vollständiges Wohnhaus. Und auf jeden Fall. Ne, aber man weiß ja, wenn man selber gebaut hat, was man reingesteckt hat. Und die Balken musstet ihr ja trotzdem alle schleppen. Ne? Kann sich jeder gut dran erinnern. Ja, das ist so. Wem möchtest du nochmal Danke sagen? Ja, natürlich unserer Mutter für das Catering. Nein, und natürlich auch wirklich meinem Vater, meinem Bruder. Ganz speziell, aber auch meiner Frau und allen Freunden und Bekannten, die uns geholfen haben. Wie gesagt, es ist ein Projekt, was man nicht alleine stemmen kann. Fenster sind Holzfenster oder? Kunststofffenster einfach, aber in braun dreifach verglast, damit wir auch das Energiekonzept hinkriegten. Was man jetzt natürlich hier schön sieht, dann die Kombination aus den beiden Baukörpern B und C. Ja, total schön. Der Rücksprung. Ja, den Rücksprung, dass wir hier die Terrasse gewährleisten konnten. Ja. Es lockert das Ganze auf, es ist nicht einfach nur ein quadratischer Kasten. Definitiv, ja. Es ist halt wirklich auch ganz passend gemacht. Nee, ich finde auch der Kontrast zwischen den dunklen Fenstern und dem hellen Putz, das passt gut. Ja. Definitiv. Ja, Thema Energiekonzept. Ihr seid, welchen Energiestandard habt ihr erreicht? KfW 40. KfW 40. Ja. Haben dadurch die 20-prozentige Förderung damals auch mitgenommen. Damals, muss man ja sagen, ist ja auch mittlerweile alles wieder verworfen und klar, hin und her. Das ändert sich ja regelmäßig. Wir haben sehr gut gedämmt. Wir haben es alles ausblasen lassen mit Zellulose.
die Zwischendecken, die Außenwänden komplett. Wir haben außenrum zu noch mal eine 8 cm Putzträgerplatte, die ja auch schon dämmt. Ja. Darauf den Putz dann, innen drin die 22 mm OSB, auf der dann die Rigips ist. Also der Wandaufbau ist wirklich massiv. Ja, ja definitiv. Doch. Das passte schon. Und geheizt wird es mit einer Luftwärmeeinheit, mit einer PV auf dem Dach, Speicher dahinter. Ja. Das Ganze so ein bisschen nachhaltig versucht. Alle Flachdächer, auch die vom Carport und oben vom, von der Dachterrasse, sind begrünt. Einerseits wegen der Regenrückhaltung und natürlich, damit es auch noch mal ein bisschen netter aussieht, vor allen Dingen, wenn ich oben sitze. Ich habe da so einen kleinen grünen Gürtel rumzu. Gab es auch letztes Jahr noch eine Förderung vom Kreis für die Gründachbegrünung. Ja, haben wir auch noch mal mitgenommen. Ja. Was natürlich auch sofort auffällt, ist das, der relativ hohe Dachaufbau, den ihr jetzt habt. Ne? Ja. Der Aufbau selber ist jetzt einerseits durch eure Sparren gegeben. Das auch. Ja. Und es hat mich selber gewundert, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie viel Aufbau noch draufkommt, um den Taupunkt zu verlagern und ähnliches an Dämmung. Dann haben wir die PV-Anlage, da hat der Dachdecker sofort die passende Unterkonstruktion eingearbeitet. Das brachte uns auch noch mal wieder 8 cm mehr Höhe. Ja, und dann die ganzen Blecharbeiten. Das hat unser Vater dann gemacht in Verbindung mit dem Dachdecker zusammen. Wir haben jetzt die Tragwerke ja komplett aneinander gesetzt und haben dadurch im Innenbereich unten eine 60 cm tiefe Wand. Und die haben wir im Wohnzimmerbereich als Schrank genutzt und im Schlafzimmerbereich ebenso sind Schiebetüren vorgekommen. Und ein Segment, sage ich jetzt mal, oder ein so ein Meterspate ist oben als auch unten für die Hausverteilung. Da haben die ihre Technik drin für Unterverteilung, für den Heizwasser, Fußbodenheizung, die Satellitenanlage und solche Sachen, bietet sich an, 60 cm Tiefe. Dafür ist das Konzept gut. Also von der Durchführung der Kabel und Rohrleitung ist es ja ideal. Ja, das geht super, ja, stimmt. Keine zusätzliche Installationsebene benötigt, das passte schon. Und das Ausflocken des Tragwerkes, das habt ihr dann durch eine Fachfirma machen lassen? Ja. Weil da uns einfach auch wichtig war, dass wir keine Hohlräume hinkriegen. Ja, das ist natürlich entscheidend. Dann, Thema zweigeschossiger B2. Ihr hattet das wahrscheinlich eingerüstet, das Gebäude? Komplett, ja. Und die Deckenbalken, wie habt ihr die nach oben gekriegt? Per Hand. Per Hand? Ja, also wir haben wirklich nur den Kran gehabt, als das Material geliefert wurde. Ja. Ist auch ein Punkt, was ich heute anders machen würde. Der muss heute einfach mehr maschinell gemacht werden. Ja, ja. Wir haben uns da schon beigequält, muss man ganz ehrlich sagen. Auch nachher ganz oben die Sparren drauf. Es war schon manchmal grenzwertig. Ja, es ist ja auch schon echt eine ordentliche Höhe dann. Ne? Ja, und ich selber bin nicht kopffest. Das heißt, ich war immer darauf angewiesen, dass ich ein paar Leute hatte, die dann auch aufs Gerüst gehen mochten. Warum tut man sich dann sowas an, fragt man sich. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich schon fast rum. Ne? Ja, wollen wir mal reingehen? Ja, sehr gerne. Ja. So, jetzt sind wir hier oben, haben jetzt hier eine Single-Wohnung, so hatten wir uns das gedacht, mit 50 Quadratmeter, gibt ja nur der Baukörper her, 5x8, wir haben den ja, haben wir unten ja gesehen, eingerückt durch die Terrasse. Genau, ja. Und durch den Baukörper von außen mit dem Pult da, spiegelt sich natürlich jetzt dann hier auch durch die Raumhöhe wieder. Ja, definitiv. Und hat ja auch eine sehr bestimmte Raumcharakteristik. Ja. Einfach. Das ergibt natürlich eine tolle Form. Ja. Und das war eine Herausforderung, die Raumaufteilung. Da hat auch so ein bisschen unsere Architektin dran verzweifelt, wie man in so einer kleinen, oder kleinen Bude, will ich jetzt mal sagen, alles Mögliche unterbringen wollte. Uns war wichtig, ein Tageslichtbad mit einer vernünftig großen Dusche. Uns war wichtig, einen Hauswirtschaftsraum zu schaffen für Trockner und für. Ja. Eine Waschmaschine, die wollten wir nicht mit in die Küche haben. Und zwar trotzdem wichtig auch die Dachterrasse mit einem großen Zugang. Ein vernünftiges Schlafzimmer, wo ich aber auch Wandfläche habe, für einen vernünftigen Kleiderschrank zu stellen. Alles sowas. Ja. Und das unter einen Hut zu bringen, das war schon eine Herausforderung. Sportlich, ja. Aber ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Das heißt, ihr habt bis zum Bauantrag mit Architekten zusammengearbeitet oder darüber hinaus? Auch aber baubegleitend, immer wieder mal. Ach so, und die Architektin war auch gleichzeitig unser Energieberater. Die musste nachher das Ganze bestätigen, als der Blower-Test durch war und sowas. Die hat sich immer wieder sehen lassen, hier, das hat gut geklappt. Aber hat die auch irgendwie Ausführungsplanung das gemacht? Planung der Gründung, Sockel, irgendwie sowas? Nee, das nicht. Das habt ihr komplett in Eigenregie gemacht? Genau. Wir hatten nachher ein Bodengutachten, wir hatten einen Statiker für die ganze Bodenplatte. Die haben wir auch vom Unternehmer machen lassen. Das war den Bauunternehmer gehabt.
Und wir sind im Endeffekt selber erst tätig geworden mit eurem Tragwerk. Mhm. Wir haben hier dann das Badezimmer. Ja. Wie gesagt, jetzt nichts üppig Großes, nee. Aber uns war einfach wichtig, eine vernünftige Dusche, Tageslichtbad, ja. Neutral gehalten. Ja, das ist so die Hauptsache. Überall Fußbodenheizung drin, alles mit elektrischen Fenstern, Rollläden meine ich. Jetzt fällt natürlich hier sofort auf, die Decke ist nicht über die volle Höhe hier im Bad. Genau, ne? Im Bad und im Abstellraum haben wir sie abgehangen, ja. Zum einen natürlich auch, um es vom Heizen her einfacher zu haben. Definitiv. Und ja. Ich habe oben drüber noch einen Abstellraum gekriegt. Ah, warum ist das, was hier einfach fehlt? Ich brauche immer eine Möglichkeit, wo ich meine Koffer loswerden kann, wo ich mal von der Dachterrasse die Sitzauflagen loswerden kann. Kommen wir oben drauf über den Abstellraum. Ah, okay. Da habe ich eine Dachluke oder eine Bodenluke drin. Ja. Und dann noch ein bisschen Stauraum. Ja. Cool. Ja, dann gehen wir weiter ins Wohnzimmer. Okay. Ja, das ist jetzt so von Raumaufteilung her eigentlich Küche, Wohn-, Essbereich, alles in eins. Hm. Damit so ein bisschen ideal ausgenutzt wurde mit Zugang zur Dachterrasse. Ja, hier haben wir ja die volle Raumhöhe, die wir aber so ein bisschen unterbrochen haben durch die Empore. Ja. Wo wir einfach nochmal oben eine Möglichkeit geschaffen haben für eine Matratze, sag mal, wenn Gäste übernachten wollen oder eine Leseecke oder ähnliches. Hm. Um aber auch mit der Decke nochmal runterzukommen, dem Wohnzimmer ein bisschen Höhe zu geben. Das ist ja das Schöne an eurem Baukasten. Man ist ja flexibel. Ja, definitiv. Ja. Nee, und das schafft jetzt ja auch eine total gemütliche Ecke hier, finde ich, ne? Anstatt durch die volle Höhe. Ja. Ja. Und der letzte Raum hier ist dann das Schlafzimmer. Jo. Und hier haben wir dann wirklich, wie gesagt, die komplett volle Höhe. Ja, hier sieht man ja auch den Zugang nach oben auf die Zwischenebene. Richtig. Schön. Aber wirkt jetzt ja auch, also trotzdem wirkt der Raum ja gut durch die Höhe. Ja. Ganz klar. Wir haben es geschafft, was wir wollten. Wir haben Stallmöglichkeit für vernünftige Kleiderschränke hingekriegt. Mhm. Nehmen wir nicht zu viel Fenster drin, haben trotzdem passende Höhe. Ja. Und du sagst zwar die ganze Zeit Single wohnen, aber hier wohnen jetzt ja auch zwei Personen drin. Ja, genau. Das geht ja auch noch gut aus eigentlich. Ich denke ja. Ja. Wir haben sie vorgewarnt, dass es eng werden könnte. Und das, das absolute Highlight ist natürlich die Dachterrasse. Eine schöne Fläche, definitiv. Das, was wir eben schon unten sagten, auch auf die Flachdächer. Und hier sehen wir es nochmal, alles begrünt. Sieht vielleicht dann im Frühjahr und im Sommer auch ein bisschen freundlicher aus. Ja, das denke ich. Ja, da sprießt es ja schon durch. Es kommt, man hat halt einen schönen Überblick hier über. Ja, definitiv. Wenn man so in die Weite guckt, kann man ja bis zum Teutoburger Wald gucken. Richtig, genau. Also, und hier ist es von den Grundstücken her noch so, dass die Grundstücke auch relativ grün gehalten sind, sodass ich auch hier jetzt nicht nur vor Beton gucke. Ja. Ja, und das hat sich auch von der Himmelsrichtung jetzt total gut ausgekommen, dass ihr das Photovoltaik so aufs Dach legen konntet. Richtig. Man sieht jetzt haben wir jetzt um passt ideal, ne? Ungefähr 16 Uhr, 15, 16 Uhr immer noch voll die Sonne. Ne? Das war auch so ein bisschen mit Vorgabe an die Architektin, wie machen wir das Ganze auch. Deswegen das Pultdach auch passend ausgerichtet. Sonst hätte man das Pultdach vielleicht auch andersrum draufsetzen können, dass die Fassade nicht so riesig aussieht. Ja. Hier ein bisschen mehr Raumhöhe kriegen. Es ist ja jetzt schon keine Normhöhe mehr. Zum Durchgehen muss man den Kopf einziehen. Mhm. Aber dann hätte es halt mit der PV-Anlage nicht gepasst. Ja. Das sind halt viele Punkte, die man berücksichtigen muss, bevor es losgeht. Ja, ein schönes Projekt, was ihr hier geschaffen habt, finde ich. Absolut. Man kann was machen. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, das hatten wir. Also es hat sicherlich auch den einen oder anderen Moment gegeben, wo du es nicht mehr sehen konntest. Das glaube ich, ja, definitiv. Weil es ja ist immer nach Feierabend, am Wochenende, wirklich jede freie Minute ist man hier zum Bau gefahren. Musste dann aber auch wieder andere Mithelfende aktivieren, wo man dann hinterher, hättest du noch heute Abend Lust und kannst du. Und jemand wird da ja auch da mal die Luft dünne, weil die Jungs dann sagten, du, ich habe auch mal was anderes zu tun. Das glaube ich. Und sich selber dann immer wieder zu motivieren, war eine Herausforderung. Ja, ja. So 2 Jahre ist dann auch schon eine lange Zeit. Ja, klar. Ne? Und alles andere läuft dann ja trotzdem weiter. Ne? Ganz klar. Es ist ja einfach on top noch. Ganz klar. Definitiv. Ja, eine Frage noch zum Abschied. Was würdest du zukünftigen Bauherren empfehlen? Also wir hatten darüber gesprochen, dass du zum Beispiel immer wieder nochmal das Einflocken machen würdest. Ja. Dass du einen Kran vielleicht auch benutzen würdest oder einen LKW-Kran, eine Hebebühne. Ich würde jedem empfehlen, fahrt nach Münster in die Ausstellung.
Die haben wir auch gemacht. Wir sind sogar zweimal da gewesen. Man kriegt ein anderes Gefühl dafür, was auf einem zukommt. Definitiv. Ja. Also ich habe auch immer das, also ich sitze ja viel im Büro, ich plane die Häuser, ich kenne die digital bis in die letzte Schraube. Mhm. Und wenn ich dann noch hin und wieder in der Ausstellung bin, dann steht man wieder vor diesen Tragwerken und dann wird einem erst klar, okay, das sind ja doch echte Häuser in einer echten Größe. Richtig. Und wenn man dann wirklich auch mal die Anzahl der Teile sieht, dass ich jeden Meter einen Ständer stellen muss mit der Leiste oben drauf und die Sparren und die Balken und dann, es ist nicht zu unterschätzen. Ja. Es gab tolle Rückendeckung, oder Rückendeckung nicht, also Rückhalt von euch. Mhm. Wenn Fragen da waren, kam auch immer jemand raus. Selbstverständlich. Die T-Anker für die Befestigung des Ständerwerkes auf der Bodenplatte, da waren die Löcher zu klein. Da rissen an den Bärnägeln die kleinen Kämme ab. Die hat man durchgeschlagen, der Nagel war nachher blank. Mhm, solche Sachen zum Beispiel. Das fiel dabei auf, hat man drüber gesprochen, wurde sofort geändert bei euch. Genau. Ja. Und die haben bloß so einen Durchmesser jetzt. Das war top. Und ansonsten passte das eigentlich alles. Ja. Aber wie gesagt, in der Ausstellung angucken. Ja. Gibt eigentlich nichts Besseres. Ja. Eure Broschüre ist gut, da kann man schon viel mitmachen. Und dann dieses Zusammenstellen, aber das wirklich mal live zu sehen, auch nochmal anzufassen, ist nochmal was anderes. Definitiv, ja, auf jeden Fall. Und ansonsten keine Angst, machen es wie wollen, nur geiler, einfach tun. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Ja, vielen Dank für die Führung hier. Gerne. Wir sehen uns bestimmt nochmal. Wir hatten auf jeden Fall auch sehr viel Spaß mit deinem Projekt. Ja, schön. Definitiv. Es ist auch immer schön, Projekte in der Nähe zu haben. Ne? Also, gut, Münster jetzt und eben Bürn ist ja nur keine Entfernung. Das ist überschaubar. Okay. Definitiv. Ja.